Wir fangen an mit der rechten Hand, der Daumen liegt auf dem Zeh. Noch einmal zuhören. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Und einmal zum Mitspielen. Und 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Und nochmal C, E, F, G. C, E, F, G. Ich spiele weiter ab Takt 5. C, E, F, G, E, C, E, D. Takt 5 zum Mitspielen. 1, 3, 4, 5, 3, 1, 3, 2. Nochmal Takt 5 zum Mitspielen. 5, 3, 1, 3, 2. Wir spielen die ganze Linie von vorne. Und 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 3, 1, 3, 2. Gut, ich spiele weiter in Takt 8, zweite Zeile. 3, 3, 2, 1. 1, 3, 5, 5, 4. Nochmal zum Zuhören. 3, 3, 2, 1. 1, 3, 5, 5, 4. Und zum Mitspielen. 3, 3, 2, 1. 1, 3, 5, 5, 4. Und wir spielen es noch zweimal. Und zum Mitspielen ab Tag 13. 1, 4, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 1. Und nochmal ab Tag 13. Wir spielen die ganze zweite Zeile am Stück. Und wir spielen das ganze Lied von vorne. Drück den Pauseknopf und spiel es einige Male für dich allein. Wenn du soweit bist, dann spielen wir beide Hände miteinander. Die linke Hand spielt genau die gleichen Töne wie die rechte Hand. Ihr wisst, ich kann auch so spielen, indem ich die Finger übereinander stelle und sehe, welche Finger aufeinander passen. Der Mittelfinger hat das E. Und wir gehen mit dem Mittelfinger der linken Hand eine Oktave tiefer, sodass beide Mittelfinger auf dem E sind. Das Lied beginnt aber mit einem C. Wir spielen langsam. Ich spiele euch einmal zwei Takte vor. C, E, F, G in beiden Händen. Ja,
Der Daumen in der rechten Hand spielt zusammen mit dem kleinen Finger der linken Hand. C, E, F, G. Und noch zweimal zum Mitspielen. Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.